So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ich habe nochmal Time Spiral Remastered, ein zweites Booster, auf Englisch. Mir ist aufgefallen, die Englischen haben einen echt komischen Rapper. Also sie haben hier so ein echt, die sind echt locker. Und die Deutschen sind ziemlich straight, ziemlich fest. Und das, obwohl die alle made in Belgium sind. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe ein paar Deutsche ja mal gehabt. Als ich das Time Spiral Remastered Fireside Gathering für Wizard of the Coast mitgemacht habe. Und ja, strange. Wirklich strange. So, wir machen das Ding mal auf. Adadada. Und wir haben Spolroth Ancient 5x44. Zu Beginn des Versorgungsmens legen wir einen Spore-Counter da drauf. Und Kreaturen, die wir kontrollieren haben, man nimmt zwei Spore-Counter runter und kriegt ein 1-1 Subrolling. Ja, ist okay. Brute Force, die war Color Shifted. Entschuldigung, dass ich immer wieder erwähne, aber das fällt mir halt direkt ins Auge. Ein rotes Mana kriegt plus 3/+3. Das ist eigentlich ein Giant. Wie heißt die Karte denn? Das fällt mir der Name nicht ein. Riesenwuchs. Giant Grove, ja, Entschuldigung. Tendrils of Corruption mit einem wunderschönen Artwork. 4 Mana fügt X Schaden an der Kreatur zu kriegen X Leben, wobei X die Anzahl an Sümpfen ist. Mit dem Sumpf, der da reingreift. Richtig cool. Coral Trickster, 2x2/1 mit Morph. Wir legen den für 3 Mana verdeckt. Wir können ihn für 1 blaues Mana aufdecken. Und wenn er aufgedeckt wird, können wir ein permanentes Tappen oder Enttappen. Okay, Sunlands, ein weißes Mana, Sorcery. Wir fügen einer nicht weißen Kreatur 3 Schaden zu. Die habe ich eine Zeit lang gespielt, als Dreadlord Arcanist und Uerdel war ein sehr krasses Deck war. Geiles Teil im Texas. Thrill of the Hunt. Ein grünes Mana, eine Kreatur kriegt +1/+2 mit einem weißen für Flashback. Okay. Was zur Hölle? Psychotic Episode. 3 Mana. Ein Spieler unserer Wahl zeigt die Hand offen vor und die Top-Karte vom Deck. Wir suchen eine Karte davon aus und die wird in den Friedhof gelegt. Mit Madness. Also wenn die abgeworfen wird, können wir die 2 Mana casten. Lol. Reality Asset. 3 Mana Enchantment mit Vanish 3. Und wenn sie das Spielfeld verlässt, opfert man das Permanente. Das wird eine Zeit lang, beziehungsweise wird glaube ich immer noch im Commander und im Legacy mit so einer Flicker-Verzauberung gemacht, dass man die selber wählt und immer wieder flickert. Das ist super strong. Judge Unworthy. Also, ich. Der Judge Unworthy. Ich liebe diese Karte einfach dafür. 2 Mana Instant. Wir suchen eine angreifende oder blockende Kreatur raus. Scry 3. Dann revealen wir die Top-Karte von unserem Deck. Und es fügt, also wir wählen eine angreifende oder blockende Kreatur aus, fügt dieser Kreatur Schadenhöhe der Commanded Mana-Kosten der Karte zu. Nice. Geile Karte. Sunshock. 2 Mana Split Second. Wir fügen 2 Schaden auf irgendein Ziel zu. Sehr, sehr starke Karte. Viel zu unterschätzt. Genau wie der junge Mann hier. Oder die junge Frau. Ixalith Jailer. 2x2/1. Karten im Friedhofen verlieren alle Fähigkeiten. Das ist so unendlich strong und kaum einer spielt die Karte und ich weiß nicht warum. So eine gute Karte. Might of the Old Crosa. Die Karte wird wiederum gespielt. Ein grünes Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2. Wenn man den in seiner Main-Step spielt, dann kriegt die Kreatur +4/+4. Das ist ziemlich gut. Und unser Old, nee, unser Rare. Ach, bin ich schon bei der Old-Karte. Was bist du denn? Aeon Chronicler. 5 Mana XX. X ist die Anzahl an Handkarten. Für 4 Mana und X Suspend. Suspend kann nicht 0 sein. Und immer wenn Timecounter runtergeht, zieh mir eine Karte. Das ist ja nett. Das ist cool. Timeshift-Karte ist Flickerwisp. Flickerwisp, die beste Karte der Welt. 3 Mana 3-1 fliegend. Wenn sie ins Spiel bekommen, exilieren wir eine andere permanente und bringen sie zu Beginn des nächsten Endsteps wieder. Hammerkarte. Wer sie auf meinem Channel nicht kennt, sorry, wer sind sie? Und gucken sie bitte mehr auf meinem Kanal. Und wir haben eine Foil. Das ist eine wunderschöne Foil. Wailing Oddity. 4 Mana 2-3 mit Suspend für 2 Mana. Und wenn der letzte Counter rund gemacht ist, können Kreaturen nicht geblockt werden in den Zug. Also die selber auch nicht, weil sie mit Eile reinkommt. Cool. Ich mag das Foiling. Und Cloud Sprite. Okay. Ja, das war das Time Spiral Remastered Booster. Ich glaube, mehr kriege ich davon nicht, weil die sind einfach bockteuer geworden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.